Aufsatteln, Kinder! Wir haben einen langen Tag vor uns. Lassos und Pferde und alles, was dazugehört. Yeeha! Mann, ich bin so aufgeregt. Hey, Gwen, was machst du als erstes auf der Ranch? Ben, ich lese hier. Ich dachte mir, ich werde ein paar Zielübungen mit Mini-Jet machen. Piu, piu, piu. Habt ihr das gesehen? Nein, aber gerochen. Das war der Hammer. Gwen, 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 Gwen. Oh, ich hab gesagt, ich lese gerade. Nur die Ruhe, ihr zwei. Leidet ihr etwa unter akutem Lagerkoller? Keine Sorge, ihr braucht nur ein wenig frische Luft. Ja, Cowboy-Schießereien und Saloon-Prügeleien. Der Wilde Westen wartet auf uns. Wuhu! Wieso ist das? Wieso ist das so heiß? Lauf! Ostmeule! Wenn ein echter Cowboy euch so sehen würde, würde er sicher vor Lachen vom Pferd fallen. Naja, ein bisschen warm ist es schon. Zu warm. Hä? Hey, hey, Cowboy. Siehst aus, als könntest du ein bisschen Wasser gebrauchen. Meinst du, Opa Max geht's gut? Hey, Kinder, da steht ein Wohnwagen, der genauso aussieht wie die Rostbeule. Die Lady, die ihn fährt, hat mir von dieser großartigen 10-Meilen-Wanderung auf den Tombstone Hill erzählt. Und das Beste daran ist, ihr zwei dürft hierbleiben. Ja. Oh ja! Das ist Maxine. Hallo, Kinder. Hi. Sie ist auch mit ihren Enkeln unterwegs. Genau wie ihr haben die keine Lust auf Wandern, also dachte ich, dass sie hierbleiben können. Babysitten? Eine Sekunde mal, Opa. Macht euch mal keine Sorgen. Ihr werdet kein bisschen babysitten müssen. Ihr Enkel wird das übernehmen. Hey, Jungs, kommt doch rein. Das ist Ryan. Was geht? Und das hier ist mein kleiner Zwerg. Simon. Ich bin 6. Ist es okay, wenn ihr... Wir kommen schon klar, Opa Max. Geht, geht und habt viel Spaß. Du hast es dir verdient. Opa! Seid ihr sicher? Bis später, Opa Max. In Ordnung. Ja, bis später. Und Ryan, vergiss Simons Saft und sein Nickerchen nicht. Du weißt doch, wie er sonst wird. Ryan, in welcher Klasse bist du? Coole Uhr. Ich hab einen Rucksack, der mich in einen Roboter verwandelt. Liest du Comics? Du hast ein tolles Shirt. Ein durchschnittlicher Kopf wiegt fast 4 Kilo. Wusstest du das? Manchmal versteckt Oma die Batterien. Ich bin gerne ein Roboter. Ich mag Superhelden. Ich weiß, wie man Mississippi buchstabiert. Soll ich dir zeigen? Okay. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ich hab vor, später Geologie zu studieren. Also, was willst du werden, wenn du... Können wir tauschen? Bei dem Kind kriege ich Kopfschmerzen. Ben! Wow! Hier, wieso holt ihr zwei Kinder euch nicht ein Eis oder sowas? So heiß. Womöglich ist dein Eis gerade gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich bin eher so der Safttyp.